Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. In meiner Reihe Celebration, die Produkte, möchte ich euch heute dieses Stempelset vorstellen. Tintentraum. Das gibt es gratis ab einer Bestellung von 120 Euro. Kommt einem viel vor, aber es ist ja auch ein doppeltes Set. Und zwar für Two-Step-Stempeln. Ich zeige euch das mal. Und zwar sind das die Stempelabdrücke. Wer also nicht so gerne koloriert mit den Stamping Blends oder dergleichen, der kann das damit machen. Da gibt es einmal den Hintergrundstempel und dann den eigentlichen Stempelabdruck. So sieht das dann zusammen aus. Und das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Hier auch nochmal. Und 6 verschiedene Sprüche. Sehr schön ausgesucht. Ja, dann habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Am Schluss werden wir auch noch was basteln, eine Kleinigkeit. Einmal diese Karte. Und zwar ist sie in Gold embossed. Und anschließend mit dem Wassertankpinsel und Stempelfarbe in Marineblau und Aventurin koloriert. Sieht sehr edel aus, finde ich. Gefällt mir unheimlich gut. Dann habe ich diese Karte. Aquarelltechnik. Muss man natürlich ein Papier aussuchen, was die Wasserfarbe dann auch aushält. Und da eignet sich zum Beispiel Seidenglanz. Ich weiß gar nicht, ob es noch drin ist, aber etwas Entsprechendes gibt es schon. Aquarellpapier. Habe ich einfach hier mit dem Wassertankpinsel Farbe aufgetragen und anschließend bestempelt. Geht dann ziemlich einfach eigentlich. Ich kann euch die Farben und sowas noch mit einblenden. Dann könnt ihr das direkt nachmachen. Nochmal diese Aquarelltechnik. Da wird die Farbe dann auf den Stempelklotz aufgetragen und anschließend aufgedrückt auf dieses wasserabweisende Papier. Und wenn das getrocknet ist, kann man ebenfalls stempeln. Und hier wurde noch mal was ausgestanzt mit den Stanzformen Wunschworte. Alles Liebe. Dann wollte ich nicht nur Karten machen, dann habe ich eine kleine Buchbox gemacht. Niedlich, ne? Vorne ist wieder diese Libelle und die Grundfarbe ist Rokoko-Rosa. Da gibt es auch das passende Schleifenband. Innen ist einfach ein Kästchen. Ich möchte das jetzt nicht öffnen, weil Schleifenbinden ist nicht so ganz meins. Kann man sehen. Wer die Anleitung haben möchte, kann sich gerne an mich wenden. Ja, dann haben wir noch ein ganz simples Projekt. Und zwar gibt es die Mini-Pizza-Schachtel. Da hat man die Schachtel dann schon mal fertig. Und ja, dann habe ich einfach diesen Abdruck gemacht. Ohne zu kolorieren. Einfach mit dem Hintergrundstempel. Und in Rauchblau habe ich das dann aufgestempelt. Der kleine Spruch, hallo. Und dann noch ein Hintergrundkärtchen, also mattiert, in Marineblau. Könnte man jetzt auch noch Schleifenband anbringen. Ja, das war das, was ich vorbereitet habe. Und dann dachte ich mir, eine Kleinigkeit können wir auch noch basteln. Und das soll hier so ein kleiner Anhänger sein. Dann nehmen wir uns einen Streifen Farbkarton und Savanne. Und eine Stanze. Das ist diese hier. Die heißt Bezaubernde Anhänger. Der Streifen ist 5 cm breit, weil das passt genau da rein. Hier so. Schieben wir einmal durch und zack, haben wir schon mal unser Löchlein. Und dann wird gestempelt. Dazu brauchen wir
Stempelkissen in Savanne und in Espresso. Ich lege mir gerne was drunter. Dann habe ich den Stempelspruch schon mal aufgebracht. Beste Wünsche. Dann stempeln wir erstmal unseren Spruch auf, beste Wünsche, in Espresso. Voilà. Und ja, dann müssen wir uns die anderen Teile noch eben aufziehen. Brauchen wir einmal den Zweig. Den stempeln wir in Savanne. Ruhig ein bisschen durchziehen lassen. So, dann brauchen wir noch die Blüte. Und das Stempelkissen in Espresso. Mit unserem Eckenabrunder, der Trio-Stanze, dekorative Details, runden wir die Ecken ab. Dazu passt jetzt gut unser Band in Wildlederoptik. Das fasst sich so ein bisschen wirklich wie Leder an. Und da brauchen wir so ein kleines Stück von. So vielleicht. Das ist im Jahreskatalog. Das ziehen wir einfach durch. Suchen die Mitte. Und dann wird das vorne durchgezogen. Die Ecken noch ein bisschen abschrägen. So, das wär's. Da habt ihr einen Eindruck von diesem wunderschönen Stempelset. Anfangs habe ich auch gedacht, aber jetzt finde ich es ganz klasse. Na, habe ich bald zu Ende sortiert? Okay. Habt ihr alles noch mal im Blick? Bestellt einfach für 120 Euro, schon ist es euers. Und dann könnt ihr auch loslegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.